Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Goodbye Deponia. Ja, wir haben hier noch ein Babyfon und ein, ob man die kombinieren kann? Der Empfang ist okay, aber mit hoher Sicherheit erwische ich über diese Frequenz nur idiotische Warmblutfunker. Hier spricht die Hochsicherheitsfrequenz der virologischen Gefahrengutbunker. Was kann ich für Sie tun? Sorry, ich habe mich verwählt. Ich wollte Sie gar nicht kontaktieren und ich werde Sie nun weiterschuften lassen. Bitte was? Wir sollen alle Behälter öffnen und die Zombie-Viren in die Luft entlassen? Ja. Nein, over, Abbruch, Abbruch. Passwort verifiziert. Virenbehälter geöffnet. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie... Ah! Oh oh. Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Okay. Würde ich Irko heißen? So. Und können wir das Papier einfach mit der... Ah. Geschwärztes Papier. Und wenn wir das jetzt... Würde ich Irko heißen, könnte ich jetzt meine ihn so on... Mal den Flyer. Wer braucht schon eine billige Kopie, wenn er... Jeder weiß doch, dass bei einer Kopie wichtige Flöten gehen können. Und, warte mal, können wir den Fingerfokus... Einem Briefträger aus der Klemme helfen? Damit komme ich ja nicht mal in den Anzeigenteil. Okay, ja gut, dann... Halt nicht. Hier ging es ja jetzt auch nur noch, ja, zum Stadtteilkern. Na, wer sagt's denn? Das Tor ist offen. Freie Bahn zum Rebellenlager. Aber... Achso, ja, der ist ja eingeknastet. Das ist Kanalisation. Ach nee, das ist Kanalisationsrufus, ne? Ja. Der Kanalbandit. Er sagte Kanal. Gut, dann reden wir mit der Teigtaschenfrau, vielleicht weiß. Hallo, hallo. Wir quatschen einfach mal mit ihr, vielleicht sollten wir das doch tun. Was verkaufst du hier? Das hier ist ein Modegeschäft. Ich verkaufe Herrenanzüge und farblich dazu abgestimmte Designerhüte. Ach, für mich sieht es eher wie ein Teigtaschenstand aus. Wow, gut kombiniert, Inspektor Müllweste. Warum fragst du überhaupt, wo du doch offenbar einen Lügendetektor verschluckt hast, hm? Hey. Gibt's irgendwelche Sonderangebote? Ich hab hier Teigtaschen für 1 Slotty 25. Wenn dir das nicht besonders genug ist, solltest du irgendwo hingehen, wo sie blinkende Schilder haben, auf denen Sonderangebot steht. Aber rechne damit, dass die Teigtaschen dort teurer sind. Weil Schilder nämlich nicht umsonst anfangen zu blinken. 4 Teigtaschen bitte. Sorry, meine Aushilfe hat gekündigt. Du hattest eine Aushilfe? Ja. Keine Ahnung, wie er die Fußfessel aufbekommen hat. Warum machst du die Teigtaschen nicht einfach selber? Ich hatte eine Operation. Der Doktor sagte, ich darf mich nicht zu viel bewegen. Verflucht sei mein großes Herz. Wieso? Hast du eine Niere gespendet? Nein. Hör doch zu. Okay. Ich sagte, mein Herz ist zu groß. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Ist hier ein Baby vorbeigekommen? Ich weiß nichts von irgendwelchen verschwundenen Babys. Und niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Ach komm schon. Es müsste gerade erst hier vorbeigekommen sein. Ach so? Dann weiß ich es tatsächlich nicht. Ja, Baby-Rufus, ne? Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja, aber ich habe ihn schon aufgegessen. Das ist ein Witz, oder? Wenn man es erklären muss, ist es auch kein Witz mehr. Okay. Für mich erstmal gar nichts. Gut, davon gibt's. Ja, das kennen wir auch schon. Gut, dann gehen wir mal zum Rebellenlager. Meine Miets macht auch Rabatz. Das ist unglaublich. Schläft die ganze Zeit und dann fängt. Es ist ja wieder so wie Fax. Du nimmst an, fängst an aufzunehmen und die Katze macht einfach Rabatz. Huhu! Aufmachen!
Ja? Das war jetzt lustig genug, Liebold. Lass mich rein. Hast du schon jemanden, der für dich birgt? Nein, aber... Dann kann ich dich auch nicht reinlassen. Entschuldigung. Möglicherweise, Rufus. Ja, also Bullshit. Unerhört. Und woher kennt er meinen Spitznamen bei der Strahlenschutzbehörde? Sonnenkack. Wenn wir die Antenne hier Kanal Rufus geben. Der sollte ja jetzt, genau, der hat jetzt die Antenne. Und ich weiß zwar nicht wofür. Aber ist ja auch egal. Zum Nachtlager. Irgendwas muss hier... Guck mal, zwei Zinken. Stimmt. Aua! Da gehört eine Sicherung rein. Oder wahlweise einer dieser praktischen Stromumkehrer, die in diesem Spiel bislang enttäuschend spärlich gesät sind. Aha, ein Stromumkehrer? Der Strom ist alle. Gut, dann machen wir hier mal den Hebel. Rufus. Hebel. Können wir da jetzt so ein Ding da reinstecken hier? Aua! Ah, okay. Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei... Ja, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich noch einen anderen Rufus hier unten oder sowas. Oder jemanden, der... Rusty? So, Rotzis, aber es ist dunkel und kalt. Bittchen an. Oh, ey, Neckerkatze. Gut, die gehen da nicht rein. Warum auch immer. Blöde Gehören. Die Funtex hat bestimmt auch noch irgendeine Bewandtnis, ne? Hecktür. Wir gehen da nochmal gucken vielleicht. Klopf, klopf. Was denn jetzt noch? Ich wollte nochmal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Ich... Hey! Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte doch nur noch mal deine Tierchen angucken. Aber... Ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Gibt's da nur das... Ja, gibt's nur das niedliche Pelztier? Oh, was tun sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um? Gar nicht. Na doch, sie erwürgen es. Na nun mal langsam. Aufhören, okay. Machen sie das hier raus. Kein Grund. Das können wir ja alles schon. Was und? Es war super, die Tiere waren und ich doch. Ich glaube, bist doch nur das nächste. Dann wirst du. Dann. Aber hier ist noch eine Kiste. Da müssen wir auch irgendwie ankommen. Vielleicht, wenn wir hier einmal hochklettern. Na los, ihr Busch. Hey, Rotzis. Könntet ihr viel. Aber Herr Rufus. Schon klar, mein ja, Fehler. Bla bla. Scheiße. Geht also auch nicht. Juhu. Hm? Was gibt's? Kommst du voran? Klar. Und du? Und wie? Super. Sag ich ja. Genau. Okay, das ist es auch nicht. Und wenn wir das hier so... Wer braucht schon eine billige Kopie, wenn er das Original... Jeder weiß doch, dass bei einer Kopie wichtige Flöten gehen können. Ah, warte mal.
Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Falsch. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Verrückt. Ach, herrje. Okay. Gibt es jetzt auch nichts, was wir noch mitnehmen könnten? Werbeschild, schön. Werbeschild, was soll das? Können wir ihr das Schild hier zeigen, der Teigtaschenfrau, dass wir vielleicht als Aushilfe anfangen möchten? Na, da kann die lange suchen. Ah, okay. Aber vielleicht möchte ja hier Barry, ich glaube er hieß Barry, als Aushilfe anfangen. Er hat schon einen Job, er ist mein Biograf. Habe ich ihm das überhaupt schon? Egal, er kann es ja nachlesen. Auch nicht. Ah, warte mal. Können wir mit denen hier reden? Ja. Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Oh, okay. Können wir nicht. Wenn wir das Babyfon eventuell hier... Es ist gerade so spannend. Da möchte ich lieber erreichbar bleiben. Ah, dem können wir hier nichts geben, weil... Ja, Knast. Hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Ah. Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Organ nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei, der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Es stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Ich bin krank. Ach, das stört mich keineswegs. Ich will hier raus. Vergiss es. Gut. Ach, nichts. Dann stör auch nicht. Gut, ist ja schön zu wissen, dass es hier jetzt noch... Dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Drehbild und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Pfeffer, Bagel und Kaffee? Naja. Zahnpasta, Zahnbürste. Gibt's hier noch irgendwas? Ein Klostein. Was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Ah, gut, dann kombinieren wir mal alles miteinander. Und zwar machen wir mal hier den Bagel mit dem Klostein. Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Der Hunger treibt's rein. Ah, ja, pass auf hier. Und dann mit der Zahnpasta Krankheitssymptome. Und dann hier mit dem Pfeffer wegen Hatschi.
Ich weiß nicht, was der Kaffee auslöst. Der Knastmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon Sesam? Ich mag Sesam. Zahnbürste vielleicht? Das heißt, man soll sich nach dem Essen lieben, aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken. Okay, die Frage ist, wer ist das jetzt? Der Knastmampf ist als meine... Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes. Hey, Gelbe, was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich erfummeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? Was ab? Wo sind das alles ungebackene Brötchen? Okay, der will's nicht. Das anbieten hier? Hey, hallo. Was denn nun schon wieder? Also nichts für ungut, aber dieses Essen hier ist ungenießbar. Wir sind ja auch nicht zum Genießen hier. Es ist eine Zumutung. Ich will mich auf der Stelle beim Küchenchef beschweren. Na gut, aber machen Sie schnell. Und, was sagt er? Er hat sich entschuldigt und mir sogar die Küche gezeigt. Ich hatte ja keine Ahnung, wie schwierig es ist, Essen für Sträflinge zuzubereiten. Ich kann Ihnen sagen. Ich hasse dich. Aha. Und die Zahnbürste können wir die hier auf offensichtlich Rufus anwenden, dass sie eigentlich Klites ist. Oder auch ein Rufus. Naja. Die sind so weiß. Ich habe sie geputzt. Nein. Im Ernst? Findest du nicht, dass du mit deiner Verkleidung ein bisschen übertreibst? Ich habe einen Plan. Ich schütte dir diesen Kaffee auf die Hose, damit es so aussieht, als hätte ich dir in die Hose gemacht. Und wie soll uns das hier rausbringen? Ach ja, richtig. Ich musste doch dann nachlassen. Ah, Mist, 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 Mist. Mist, Mist, Mist. Ja, wie kommen wir weiter? Ich habe keine Ahnung. Es heißt, man soll sich aber nicht leider. Blabla. Warte, Martin, wir sollen den Teppich nicht verdrecken, ne? Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? So was. Staubbeutel, oh, guck mal, den können wir nähen. Staub, und können wir den denn mit dem Bagel? Ja. Und können wir den jetzt hier offensichtlich Fuß anbieten? Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir damit so schwer fallen wird. Und wenn sie dich auf die Station bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und würde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Was hast du getan? Du widerwärtige Kanalbazille hast mich vergiftet. Bravo. Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Gut, dann schnacken wir mal den Wachmann an. Ja. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir. Wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich...
Also das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir! Aber sofort! So, und jetzt die Zelle lüften. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Gut, und was uns danach erwartet, ihr kennt es. Wir erfahren es in der nächsten Folge. Bleibt also dran. Bis dahin und tschüssi.